Jetzt war das ja schon ein relativ langer Abend. Ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen fit, um über so ein schweres Thema wie Content Marketing zu reden oder zuzuhören. Lucian sagte auch Affiliate, Power Affiliate, also wir sind einer von den bösen Affiliates, die wurde schon der ein oder anderen Präsentation genannt, dem ein oder anderen das Geschäft schwer machen. Ich möchte dazu vielleicht auch noch ein Wort verlieren. Als Affiliate ist es nur sinnvoll, langfristig mit den Partnern zusammenzuarbeiten und auch langfristig ein Geschäftsmodell aufzubauen. Also mal schnell ein paar Leads durch Cookie-Dropping oder durch andere Methoden, die so ein bisschen Halbseiten sind, zu generieren, ist keine langfristige Lösung. Und das ist auch nicht die Lösung, die wir bei Dialogbetrieb vorantreiben. Und das bringt mich eigentlich auch schon zum ersten Punkt. Was macht Dialogbetrieb? Der zweite Punkt, ich möchte einfach mal einen kleinen Überblick geben, wie wir an neue Themen herangehen, wie wir neue Themen finden, wie wir die suchen und uns dann einfach überlegen, können wir das machen und dann ganz konkret an einem Beispiel zeigen, wie wir in ein komplett neues Themenfeld reingegangen sind, dort Content Marketing gemacht haben und wie jetzt da der Status ist. Ich denke, das ist für den einen oder anderen, der jetzt keine 5 Jahre Zeit hat, sondern bei uns ist das ein bisschen schnelllebigeres Geschäft und der auch im Bereich Content Marketing aktiv ist, spannend. Und zum Abschluss, nachdem es noch eine Diskussionsrunde gibt, möchte ich den einen oder anderen Steilpass in die Diskussionsrunde reingeben und vielleicht ein paar provokante Thesen noch aufstellen, die wir dann nachher gerne natürlich diskutieren können. Frage an euch, an die Runde, wer macht denn Content Marketing? Wer ist da in dem Bereich aktiv? Content Marketing im Allgemeinen? Ja, doch. Mehr als Affiliates, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann hoffe ich, finde ich heute auch so mit der Präsentation meine Zielgruppe. Was macht Dialogbetrieb? Ihr seht hier eine Reihe von Portalen, fernbusse.de, Direktbankvergleich, Testsieger Bauzinsen, Zinsticker, Finero etc. pp. Wir haben eine ganze Menge an Portalen, die wir jeweils spezifisch um einen Themenbereich aufgebaut haben. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich Finanzen, haben da auch eine relativ lange Historie. Der ein oder andere oder auch die ein oder andere Bank, die vielleicht hier anwesend ist, kennt uns aus dem Bereich. Aber das ist nicht das Einzige, was wir machen. Wir schauen in neue Bereiche rein. Und ein Weg, wie wir da rangehen, möchte ich euch heute einfach zeigen. Der Teil, der jetzt kommt, ist ein bisschen trockener. Aber es wird danach auch noch ein bisschen frischer und praktischer an einem spezifischen Beispiel. Die erste Frage ist, das richtige Thema zu finden. Für uns ist ja Geschäftsmodell, Affiliate zu sein, Themen zu finden, die in Suchmaschinen bekannt zu machen und dadurch dann einfach Revenue zu generieren. Das ist letztendlich unser Geschäftsmodell. Jetzt gibt es da 1 Million Keywords und 1 Million Themen da draußen. Wie kommt man da überhaupt hin? Wie findet man das richtige Thema? Und wir teilen eigentlich Themen in 3 Bereiche ein oder Keywords in 3 Bereiche ein. Der eine Bereich ist neuer Markt, also etwas, was so noch nicht viel gesucht wird. Beispielsweise Fernbusse, darüber werde ich auch nachher reden. Wer von euch hat schon mal das Wort Fernbus gehört? Oh wow, da ist Potenzial. Finanzvergleich in Österreich. Jeder hier kennt Check24, Direktbankvergleich, andere. Die Deutschen vergleichen ja sehr gerne Finanzprodukte. In Österreich ist das noch nicht so der Fall zum Beispiel. Also da könnte man tatsächlich sagen, Finanzvergleiche im allgemeinen Sinn sind ein neuer Markt. Dann gibt es noch den anderen Bereich, in dem wir segmentieren bei der Themensuche. Das ist ein bestehender Markt, aber eine Nische. Zum Beispiel bei Depots, spezifisch Trader-Depots, ein Markt, der jetzt auch immer aktiver wird, oder Berufsunfähigkeitsversicherungen. Das sind Märkte, die da noch einfach ein bisschen weniger aktiv sind oder nischiger sind, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich noch die hochvolumigen Märkte, also wie Tagesgeld, Handytarife oder Ähnliches. Der ganze Bereich Reisen ist da natürlich auch ein ziemlich hochvolumiger Markt. Und wir clustern die Themen, die wir uns für Projekte aussuchen, in diese Bereiche und fragen uns dann zum Schluss, welche Chancen haben wir überhaupt in dem Bereich? Und was sind da unsere Stärken? Ich gehe jetzt mal ganz grob auf bei der Themensuche die Vor- und Nachteile in den verschiedenen Segmenten ein. Neuer Markt ist natürlich immer eine schöne Sache, das ist was ganz Neues. Das ist grüne Wiese, da gibt es noch nicht viele, die das machen. Aber für den Affiliate ist es natürlich sehr schwierig, da in die Monetarisierung reinzugehen, weil oft gibt es keine Partnerprogramme, es sind nur direkte Strukturen, die Anbieter
sind es noch gar nicht gewohnt, vielleicht dafür zu zahlen, dass sie in Content sehr attraktiv dargestellt werden. Und diesen Bereich müsste man dann komplett aufbauen. Das ist natürlich eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und es ist natürlich auch komplizierter, wenn man mit sehr viel Direktkooperation umgehen muss, als wenn man das über Netzwerke ganz bequem machen kann. Die Konkurrenz ist in solchen Bereichen meistens wenig optimiert, das ist schön. Man kann da in Suchmaschinen sehr schnell sehr viel erreichen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite die Monetarisierung. Oder wenn man in AdWords-Kampagnen geht, ist der CPC meist niedrig. Das ist auch sehr angenehm. Das heißt, auch hier hat man viele Möglichkeiten. SEO insgesamt relativ einfach. Was ist die Herausforderung in solchen Märkten? Möglichst schnell einen Marktaufbau zu erreichen. Möglichst schnell mit einem Portal oder einem Projekt in diesen Markt hineinzukommen und dann natürlich auf das richtige Pferd setzen, weil meistens gewinnt so ein Markt eine Dynamik und wenn man aufs falsche Pferd gesetzt hat, dann ist es schwer, danach wieder umzukehren. Also sprich, die falschen Themen belegt oder die falsche Ansprache gewählt an den Kunden. Bestehende Nische, ich gehe hier jetzt auch ein bisschen schneller durch, weil es doch vom Grundgedanken relativ ähnlich ist. Da ist es so, dass die Strukturen schon etwas besser sind. Also es gibt einige Partnerprogramme, man kann das leichter einbinden, man kann leichter Content außenrum stricken, man kann leichter Partner sozusagen oder Angebote darstellen. Es gibt meistens schon 1 bis 2 Player im Markt, die da schon relativ aktiv sind. Und das macht es natürlich ein bisschen schwerer, hier sowohl im Bereich SEM als auch im Bereich SEO aktiv zu werden. Und hier ist die Herausforderung, genau den richtigen Angriffspunkt zu finden und dann schnell die Position aufzubauen. Ist alles noch ein bisschen theoretisch, die Praxis kommt schon noch. Bestehender Markt, da ist es letztendlich so, es sind gute Strukturen, Bereich Finanzen, es hat eigentlich fast jede Bank oder jeder Finanzdienstleister ein Partnerprogramm, da kann man sich ins gemachte Netz setzen. Die Vergütungen sind meistens auch sehr gut, das ist wunderbar. Aber das Problem ist, es denken sich natürlich alle, toll, interessanter Bereich, ich möchte hier aktiv werden, dementsprechend ist die Konkurrenz auch extrem hoch. Und es ist sehr schwer, in den verschiedenen Disziplinen im Suchmaschinenmarketing da wirklich den richtigen Weg zu finden. Und oftmals ist das nicht nur ein Thema der guten Ideen und der Innovation, sondern oft einfach ein schieres Thema, wie viele Ressourcen hat man zur Verfügung, um da dann reinzukommen als Affiliate, als Vergleicher. Die Frage, die wir uns dann stellen, ist, was können wir eigentlich besser? Sind wir im Bereich AdWords, haben wir eine bessere Domain, können wir die besseren Keywords oder Anzeigen schalten als bestehende Player zum Beispiel? Ist das dann für uns eine Chance, da reinzugehen? Sind die Seiten, so wie sie aufgebaut sind, glauben wir, dass die Conversion nicht gut ist? Also sprich, dass man das noch optimieren könnte, dass man noch vielleicht Partner besser darstellen könnte, als das bisher der Fall ist. Im Bereich Content, wie ist denn das Konzept? Ist da ein schlüssiges Konzept da? Kann man das besser aufbauen? Kann man das vielleicht besser vermarkten? Ist die Ansprache an den Kunden vielleicht nicht so optimal? Kann man da vielleicht noch gezielter reingehen? Das sind so Fragen, die wir uns dann stellen. Und der Bereich Content hat natürlich einen sehr starken Zusammenhang auch mit Suchmaschinenoptimierung, weil nur guter Content erzeugt dann am Ende auch Resultate in Suchmaschinen. Alles andere, würde ich sagen, ist eher eine Sicht von gestern, dass man das technisch sehr gut erreichen kann. Auch hier, wie ist die Seitenstruktur von Konkurrenten? Kommen wir da rein? Wie ist die Wahl der Keywords? Haben wir da eine Chance? Können wir die vielleicht besser aufbauen? Wie ist die Relevanz der Inhalte? Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und natürlich können wir eine Story erzählen, weil nur eine Story wird auch mit Links und im Markt wiedergespiegelt, die besser ist als die Story, die schon da ist. Und das Letzte, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Partner. Gerade wenn wir uns in hochvolumigen Märkten bewegen oder gerade in Bereichen, wo man sehr schnell sein muss, schafft man es oftmals nicht alleine. Das heißt, hat man einen Partner, einen anderen Publisher, mit dem man zusammenarbeiten kann und dort einfach schneller in den Markt reingehen kann, sozusagen gemeinsam das erreichen, was andere schon geschafft haben und das dann auch zu überflügeln. Gibt es da bei uns genug? Und dann ist einfach die Frage, machen wir das? Belegen wir dieses Thema oder machen wir das nicht? Und die Frage, wie? Und jetzt so viel zur grauen Theorie und jetzt mal in die Praxis. Ein Beispiel für einen komplett neuen Markt, Fernbusse. Ich habe ja schon gefragt, wer kennt oder hat das Wort Fernbusse gehört, weiß, was das ist, so ziemlich alle. Wer ist denn schon mal Fernbus gefahren? Ganz wenige.
Das heißt, das ist ein Markt, wo wirklich noch Potenzial ist. Alle kennen es. Also wir hätten uns das vorher diesen ganzen Weg eigentlich sparen können. Eigentlich nur diese Frage. Ein Markt, jeder kennt es, aber noch kaum jemand ist damit gefahren. Das heißt, man muss die Leute einfach überzeugen, das zu tun. Wer würde denn Fernbus fahren, wenn der Fernbus nur halb so teuer wäre wie die Bahn? Ja, schon mehr. Ein Drittel so teuer? Ja. Ich zeige euch mal einen Chart. Und das ist natürlich die Frage hier drüber, wo ist die Glaskugel? Also wüsste man so etwas vorher, dann wäre man natürlich ein gemachter Mann. Das ist einfach Google Trends hier, Suchvolumen für zwei Keywords im zeitlichen Verlauf. Das ist Tagesgeld mit allem drumherum, ist im Finanzbereich eigentlich so das größte Keyword. Und das ist Fernbus. Und man sieht hier so, Mitte 2012 hat es noch wirklich keine Sau interessiert, auf gut Deutsch. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo wir jetzt Oktober 2013 sind, ist das weit über dem Volumen von Tagesgeld und das wächst tagtäglich. Also das ist ein wirklicher neuer Markt, der auch ständig im Wachsen ist. Da wir jetzt ja keine Investoren oder Business Angels an Bord haben, sondern für jedes Projekt sozusagen ein kleiner Unternehmer sein müssen, haben wir gesagt, okay, so Mitte 2011, also schon sehr früh, wir hatten leider noch nicht ganz die Glaskugel, sonst wären wir da auch anders reingegangen in das Projekt, haben wir gesagt, okay, wir setzen mal eine ganz kleine Domain rein, weil irgendwann wird der Fernbusmarkt liberalisiert und die Leute müssen ja von A nach B kommen und sie wollen ja günstig von A nach B kommen. Also hier sind nicht so viele, die günstig von A nach B kommen wollen, aber ansonsten schon. Zielgruppe sind ja auch eigentlich eher Studenten, sind hier jetzt nicht so viele, glaube ich. Er sagt, okay, wir testen das mal mit einem ganz kleinen Portal. Setzen das rein, setzen die Inhalte auf und schauen einfach mal, was passiert. Und das Ganze ist so ein gutes Jahr gelaufen, eigentlich fast noch länger. Und irgendwann, wir haben das auch nie jetzt uns länger angeschaut und wirklich intensiv betrachtet, haben wir gesehen, was ist denn da los? Wir hatten plötzlich in AdSense unglaubliche Einnahmen oder relativ hohe Einnahmen. Und haben festgestellt, oh wow, erstens sind wir da wirklich gut gerankt. Und zweitens ist der Markt explodiert. Also man sieht ja diesen Peak hier. Da ist vorher gar nichts passiert und dann hat Spiegel über das Thema berichtet und dann haben noch mehr über das Thema berichtet und plötzlich hat jeden Fernbus interessiert. Und wir so, okay, das ist ja deutlich mehr, als wir eigentlich erwartet haben. Das heißt, wir haben uns dann überlegt, was möchten die Nutzer da eigentlich da draußen, wenn sie denn Fernbusse suchen? Und was ist denn die richtige Ansprache? Und ist das Potenzial denn überhaupt da? Und das Potenzial, sieht man ja, war da und jetzt ging es nur noch um die Ansprache. Und uns war klar, wir brauchen einen Vergleich und einen Vergleich, wo man eben alle möglichen Fernbusanbieter schön darstellen kann und sagen kann, welcher ist denn der günstigste. So wie man das mit Hotels macht oder mit Fluglinien, tipptopp. Ist ja auch ganz einfach, wir gehen mal zu den Anbietern hin und fragen sie, ob sie denn sowas machen wollen. Sind wir also überall hingegangen, beziehungsweise haben telefoniert. Nee, wir müssen mal unsere Buslinien aufbauen, kein Interesse, online, komische Sache, diese ganzen Affiliate, ich weiß nicht, was ist Affiliate-Marketing, vergleichen, nee. Also die Vergleicher, das sind ja alles so komische, die saugen einen nur aus und nee. Okay, ja, nicht so toll. Wir haben uns gesagt, trotzdem, das Potenzial ist riesengroß, also wir müssen da rein. Wir haben uns eine bessere Domain gekauft, fernbusse.net ist schon mal nicht schlecht. Fernbusse.de taugt eigentlich eher zur Marke. Also haben wir den Vergleich gebaut, das war auch nicht so einfach, weil wir mussten ja irgendwann auch die Daten reinbekommen. Weil wenn man einen Vergleich hat und man hat keine Schnittstellen, die da so schön über Netzwerk abrufbar sind, muss man das ja alles selbst programmieren, muss das alles selbst aufbauen, muss das in irgendwelchen Datenbanken vielleicht auch noch manuell reinhacken. Ja, und so haben wir das dann gemacht und irgendwann haben wir auch den ersten Anbieter überzeugt, dass es dann doch Sinn macht, sich sozusagen einen Vergleich zu stellen. Aber natürlich ist der Vergleich für uns überhaupt kein profitabler gewesen, weil no, ein Anbieter da drin und vielleicht auch noch nicht mal der billigste ist für einen Preisvergleich ja auch nicht toll. Wir haben gesagt, wurscht, das Marktvolumen wird explodieren. Übrigens heute suchen im Bereich Fernbusse mit allen Nebenkeywords, Städten und Anbietern, würde ich sagen 1,2, 1,3 Millionen Suchanfragen pro Monat schon. Und das ist ein riesengroßes Volumen. Für diejenigen, die gern mal diesen Keyword-Planner, den unsäglichen, der viel schlechter ist als früher, in AdWords bemühen.
Wir haben gesagt, okay, wir machen das aber über SEO hauptsächlich, nicht über AdWords, weil AdWords wäre sehr teuer, zumal wir es noch nicht gut monetarisieren können. Wir müssen da also hochkommen, wir machen es über eine Kooperation. Mit wem kooperiert man? Am besten mit jemandem, der eine Reichweite hat. Und wir hatten Glück, Focus Online fand das auch ganz gut, was wir so machen. Und das Thema Fernbusse auch spannend. Haben wir gesagt, okay, wir integrieren den Rechner bei euch und los geht's. Jetzt muss man den Rechner erst noch fertig bauen, das haben wir dann auch geschafft, auch noch integrieren dort. Und so haben wir dann losgelegt und natürlich auch mit dem Namen Focus, war sicherlich nicht das einzige Argument, aber auch ein Argument, war es dann auch noch ein bisschen leichter, den ein oder anderen Anbieter zusätzlich reinzubekommen. Weil auf Focus verspricht man sich natürlich mehr Branding als jetzt auf fernbusse.de. Ist natürlich vollkommen falsch, weil fernbusse.de ist ja viel zielgruppenrelevanter, aber ist halt noch keine Marke, wird es aber noch werden. So, dann hatten wir eigentlich jetzt fast alle Anbieter und jetzt mussten wir nur noch bekannt werden, denn da gab es jemanden im Markt, der war viel, viel schneller, der hat nämlich diese Glaskugel gehabt und hat schon diesen Rechner als allererstes programmiert. Und was passiert ist, wenn man die beste Story als erster hat? Jeder verlinkt einen, jeder letztendlich versorgt einen mit Backlinks. Wir haben gesagt, können wir A besser und wir differenzieren uns auch noch durch gute Inhalte. Wir gehen in die Tiefe, das ist ein neuer Markt, da interessieren die verschiedenen Medien Marktforschung, Studien. Ist für den User jetzt nicht so interessant, aber vielleicht für eine Wirtschaftswoche, für ein Handelsblatt. Und so sind wir da in die Tiefe gegangen und haben es dann tatsächlich auch geschafft, Aufmerksamkeit dort zu erreichen. Und das ist natürlich nicht einfach so, dass man jetzt hier seinen tollen Rechner oder seinen tollen Artikel platziert und vielleicht noch ein bisschen Linktausch macht, sowas haben wir da nicht gemacht, sowas machen wir auch nicht, sondern es geht darum, dass man die Redakteure kennenlernt, dass man die anspricht, dass man die ins Boot holt und tatsächlich dann in diese Richtung auch Pressearbeit macht. Das hat funktioniert, wir wurden oft genannt, wir sind in Suchmaschinen stark nach oben gekommen, haben eine Reputation am Markt, sind jetzt momentan, würde ich sagen, als Spezialportal die Nummer 2 am Markt, was ja schon mal nicht schlecht ist. Die Nummer 1 wollen wir natürlich werden. Haben die Pressekontakte und jetzt war der nächste Schritt im Juli 2013 und ihr seht, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, also das ist der Aufbau, hier war noch eigentlich so gut wie gar nichts, hier haben wir dann mal ein bisschen oder relativ massiv Kampagnen getestet und hier oben, das sind dann schon 5000 Besucher pro Tag, also das ist dann schon eine gewisse Zahl für jetzt ein Affiliate. Ich glaube für Stay Friends wäre es jetzt nicht so viel, aber für uns war das schon relativ viel. Das heißt, wir haben dann noch angefangen lokal reinzugehen, das heißt wir mussten unseren Content noch ausweiten, was natürlich auch eine technische Frage hatte, weil man muss, um in dem Markt zu bestehen, letztendlich bei jedem lokalen Keyword auch ranken. Also Fernbus plus München, Fernbus plus Augsburg, Fernbus plus Augsburg nach München und so weiter. Und da fängt natürlich dann der ganze Rattenschwanz an. Das heißt, man braucht eine Seite, die diese Struktur hat und man muss das auch noch so darstellen, dass das jetzt nicht einfach nur technischer Duplicate-Content ist, sondern auch noch einen Mehrwert A für den Nutzer hat und natürlich auch einen Mehrwert für Google hat, was mittlerweile ja immer mehr das Gleiche ist. Das funktioniert jetzt auch, weswegen wir jetzt hinten diesen schönen kleinen Peak haben. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was machen wir als nächstes? Aber wir sind jetzt ja schon im Oktober. Das heißt, Content Marketing heißt noch mehr Kunden nutzen. Wir müssen unseren Rechner verbessern, unseren Vergleich verbessern. Wir müssen natürlich die Conversion optimieren, weil wir wollen ja auch mit dem Projekt Geld verdienen. Also die 5 Jahre Horizont können wir uns nicht setzen. Und wir müssen natürlich noch tiefer in die Marktforschung gehen, um die Medien, die wir noch nicht haben, die uns noch nicht verlinken und uns zitieren, um die auch noch mit ins Boot zu bekommen. Und natürlich wollen wir nicht nur in unserem eigenen Saft köcheln, sondern wir wollen auch unsere Rechner extern auf anderen Partnerseiten einbinden. Also vielleicht ist ja da Hotel und Fernbus auch eine spannende Kombination, wer weiß. Und so wird es dann immer weitergehen und dann hoffentlich zu noch einem weiteren Peak und noch weiteren spannenden Zeiten mit Fernbussen. Zum Abschluss, als Steilvorlage für die Diskussion, noch ein paar Statements, die vielleicht ein bisschen provokant sind. Ich sage jetzt mal, die armen Affiliates, Content-Marketing-Affiliates bereiten den Weg und dann kommt irgendwann die starke Marke und kickt sie sozusagen weg, weil das Invest dahinter ist. Die Frage ist, muss man selbst zur Marke werden oder
Was muss man tun? Ich denke, gerade für diejenigen, die jetzt kleinere Firmen repräsentieren, ist das spannend, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Das nächste, Content Marketing und Affiliate Marketing, ist wahnsinnig effizient. Da möchte ich denjenigen widersprechen, die das vorher angezweifelt haben. Es ist, gibt, glaube ich, kaum einen Weg, der effizienter ist, ein Produkt darzustellen und auch höhere TKPs oder CPCs erzielt. Aber es ist sehr komplex. Also man muss natürlich den Inhalt um das Produkt herum erzeugen und der muss für den Kunden auch interessant sein. Deswegen nutzen viele das einfach nicht in der Breite. Und dann zum Schluss noch eine sehr provokante These. Was will denn Google in der Zukunft? Ich glaube, Google will einerseits sehr, sehr starke Player haben und dann möchte Google Autoren haben. Die Frage ist, was passiert mit dem, was in der Mitte drin ist? Also die mittelstarken Player. Macht Google das Geschäft selbst? Ist vielleicht, wenn wir über SEO-Stammtisch reden, vielleicht auch ein spannendes Thema nachher für die Diskussion. Bevor ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanke, habt ihr noch Fragen?